bleibe in der Hauptstadt. Mein Fegelein befehlt, ich glaube! Die Logik der Frau. Meanwhile, wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Können Sie endlich mitkommen? Mein Führer. Was mir am meisten stört, ist die Schleimerei. Noch vorne sind die Keile, noch hinten liegt mir mal. Das heißt, der Führer wird heute nach Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können, Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist das sinnlos. Dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht sie praktisch mit dem Führer verwandt. Da muss halt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja noch jung. Sie werden aber bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Stimmt nicht. 1:37 later. Unter uns, der Mann ist fertig. Naja, das haben wir von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt. Und überdies Vegetarier ist. Geht zu meinem Ernst, Fegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Berlin wird fallen und das in wenigen Tagen. Wenn der Führer tot ist, mit wem glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Der Westen braucht den Nazistaat, um eine SS-Macht im Krieg Ordnung zu schaffen. Ich glaube, dass mir eine Stunde mit Eisenhower sieht es genauso. Erste Kontakte sind geknüpft. Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Fegelein, ich habe ganz andere Sorgen. Sagen Sie, wenn ich Eisenhower gegenüberstehe, was halten Sie für angebracht? Hitlergruß oder soll ich ihm die Hand schütteln? Sie haben. Die spätere Abend, desto lieber die Gäste. Meine Herren, Sie sind schon im Aufbruch. Ich wollte Sie eigentlich noch sprechen. Die Befehle des Führers über die Zerstörung aller zivilen Einheiten. Bedauere, mein Lieber, auf bis fort. Besuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in München. Ich begebe mich jetzt allerdings mit meinem Stab in den Norden des Reiches, um von dort aus den Kampf um Berlin zu unterstützen. PM. Bitte, du kannst den Hermann doch nicht umbringen lassen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wollte fliehen. Aber was bedeutet das schon noch? Es ist ja eh alles vorbei. Denk doch an meine arme Schwester. Sie ist vom Hermann schwanger. Es ist mein Wille! Du bist der Führer. 12:00 midnight. Ja? Hallo? Eva, du musst den Führer verlassen. Hermann! Sei so dumm. Jetzt geht es um Leben und Tod. Wie kannst du sowas nur sagen? Wo bist du überhaupt? Ich habe entschieden, nicht die Absicht, in Berlin zu sterben. Hermann! Weiß meine Schwester, wo du bist? Überleg's dir, ich rufe wieder an. The next day. Ich bleibe in der Hauptstadt. Look at it! Look at it! Look at it! Look at it! Look at it!